Ich muss doch die Türen aufmachen, sonst checke ich irgendwie nicht mehr, wo ich überall schon war. Auch wenn wir die Karte haben. Ja, und jetzt sind wir hier in diesem Zimmer. Das ist wohl das Schlafzimmer der Eltern. Allerdings sieht das recht komisch aus, als wären sie irgendwie von jetzt auf gleich abgehauen. Aha. Kondom, okay. Es gibt im Moment nichts, was ich nicht hasse. Weil die Schubladen hier so komisch offen stehen. Butch Cassidy, the Time Sundance Kid featured if older president's man. Sunday Music. Wieso sind alle DVD-Geräte weg? Oder Konsolen? Das ist ja auch irgendwie schräg. Mams Handtasche. Postkarte. Liebe Mom, lieber Dad, lieber Sam. Ich bin im Kanaltunnel. Das ist schon meine zweite Fahrt durch den Tunnel. Ich komme gerade zurück aus London und bin jetzt auf dem Weg nach Brüssel. Entschuldigt, dass ich nicht geschrieben habe, als ich nach London gefahren bin. Aber ich war zu sehr gespannt auf den Tunnel. London war toll. Dad, ich weiß, du wolltest schon immer mal dahin. Und ich bin der Meinung, du solltest das wirklich machen. Dir würde es hier gefallen. Falls wir alle vielleicht noch einmal als Familie herkommen wollen, könnte ich bestimmt dazu überredet werden. Ich habe euch lieb, Katie. Visitenkarte Unknown Dimension Literatur, Cass herausgibt. Die Heilige Bibel, wie immer. Untersetzer. Telefonbeantworter gibt's hier nicht. Mal kurz unters Bett schauen. Sind bloß Kisten drunter. Komisch, dass wir irgendwie nichts dazu sagen, dass hier die Schubladen so komisch sind. Oh, Mieze. Mieten. One Cat. Okay, bevor wir hier hineingehen. Erstmal das andere durchschauen. Wild White Man, Leaves of Grass. Lesezeichen. Take your time im... I'm glad. Ich bin froh, dass es in guten Händen ist. Rick. Was für ein Familienfoto. Okay. Flucht aus dem Geisterhaus. Techniken für Aquarellmalerei. Wie gesagt, Mom malt hier. Aber wieso ist jetzt hier zum Beispiel das Licht angewiesen, wenn niemand hier ist im Haus? Das ist doch irgendwie schräg. Wie komisch. Fernseher lief. Licht ist aus. Alle Konsolen und Videoabspielgeräte sind weg.
Irgendwie schräg. Ich habe schon ein bisschen Haut von Gans. Okay, wieso können wir hier nichts aufmachen? Oh, das Geräusch hat mich gerade richtig erschrocken. Nach den Flitterwochen den Partner wieder entdecken, charakterlich, geistig, sexuell. Okay, hier gibt's sonst gar nichts. Komisch, dass wir die Dinge hier nicht öffnen können. Warte kurz. Wohnzimmer, Gästezimmer zum Dachboden, Schlafzimmer von Mom und Dad, Sams Zimmer. Nach unten. Hier geht auch das Licht gar nicht. Okay. Oberen Stock hätten wir mal. Wir brauchen immer noch unser Tagebuch. Das vielleicht jetzt irgendwie, wenn ich hier doch was machen könnte, bitte. Geht leider nicht. Die Tür war verschlossen. Rechts war verschlossen. Ja, okay. Dann müssen wir nach links. Das Haus ist echt riesig. Und, wie gesagt, gruselig. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du bist genauso gespannt auf den ersten Schultag an der Goodfellow High School wie wir. Bitte bring folgende Dinge zu deinem ersten Unterrichtstag mit, damit du auch gleich loslegen kannst. Eine stabile Mappe mit Innenlaschen, je eine für deine 6 Unterrichtsstunden. Ein liniertes Notizbuch pro Unterrichtsstunde oder ein einzelnes großes Notizbuch 6-mal unterteilt. Mindestens 6 Stifte mit blauer oder schwarzer Tinte und 6 Bleistifte. Eine Packung Buntstifte, ein normales Kombinationsschloss für den Spind, ein gehaltvolles Mittagessen oder 52 Dollar für ein Essen in der Schulcafeteria. Eine positive Einstellung. Vergiss bitte nicht, in der Nacht vorher genug zu schlafen und sei um 8 Uhr bereit für den Unterrichtsbeginn. Bis bald und noch einmal willkommen, Beth. Valence, Direktorin. Oh my god, you are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. The Psycho House Girl. Was ist hier? Habt ihr das gehört? Ich habe eine Stimme gehört.
glaube, das ist das Fernsehzimmer. Jetzt wird's gruselig. Hi, Mom und Dad. Und Sam, ich bin in Paris. Ich habe viele Paris-mäßige Sachen gemacht. Zum Beispiel Le Petit Déjeuner essen und ein Beret tragen. Ich werde jede Menge Fotos haben, wenn ich wieder zurück bin. Sam, ich bringe dir was von Shakespeare und Company mit, weil du meine Lieblingsschwester bist. Hab euch lieb, Katie. Ich habe eine Stimme gehört. Gruselig. Ah, Sam De Sotto? Nee, doch. De Sotto. Oscar Mazan, 60, aus Boone County, ist letzten Monat friedlich in seinem Haus verstorben. Mr. Mazan wurde am 8. September 1933 in dem Haus geboren, in dem er auch den Rest seines Lebens verbringen sollte. Schon in jungen Jahren machte er seinen Abschluss in Pharmazie und kehrte nach dem Studium nach Boone County zurück. Schon bald wurde er eine vielgeliebte Person des öffentlichen Lebens. In den Jahrzehnten vor seinem Hinscheiden sah man ihn nur selten sein Haus verlassen. In der First Methodist Church wird an diesem Sonntag um 13 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden. Alle sind herzlich eingeladen. Er hinterlässt unter anderem seinen Neffen Terence Greenbrier, sowie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er so viel Freude und Wohlbehagen gegeben hat. Ah, Oscar, das ist also der Großvater. Stormwatch Channel 5, Severe Weather Warning Western Region. Und auch hier. This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain conditions affecting the following counties: Austin County, Boone County, Dawn County, Tecumseh County, and Wistaria County. Residents are strongly urged to stay indoors and secure all windows and doors. Flood conditions are expected at lower elevations. Auch hier wieder fällt das DVD-Gerät. Echt schräg. Die sind alle einfach gegangen in einer Eile wie keine andere, keine Ahnung, ist echt schräg. Okay, nach Papas Arbeitszimmer geht's in die Bibliothek. Dann schauen wir uns doch erstmal hier um. Girl Scout, Pfadfinderin, Vorbild. Ich denke mal, das ist Musik, deshalb lasse ich das vorerst nochmals. Terence L. Greenbrier, ein ganz normaler Retter. 3. Februar 1978. Terry. Hey Mann, wie läuft's? Ich weiß, du bist jetzt ein veröffentlichter Autor. Und so, aber mein Redakteur bei Hi-Fi Liebhaber hat zu viele Testberichte, die gemacht werden müssen, und ist gerade auf der Suche nach einem weiteren freien Mitarbeiter. Natürlich habe ich da an dich gedacht. In deinem letzten Brief hast du mir erzählt, wie schwierig es ist, einen Herausgeber für dein neuestes literarisches Werk zu finden. Und Tests zu Stereoanlagen zu schreiben ist super einfach. Sitz einfach zu Hause mit einem Glas Scotch, hör dir ein paar Platten an und schreibe auf, wie es klingt. Und dann wirst du bezahlt. Ich habe dir ein paar Ausgaben von dem Magazin als Beispiel dazugelegt. Wenn du interessiert bist, schicke meinem Redakteur ein paar Schreibproben. Und sage ihm, dein alter College-Kumpel Mike hat dich empfohlen. Hier ist die Adresse.
Okay. The Andromeda Strain. Geschichte lesen. Der Himmel am Ende der Welt. Samantha Greenbrier, 2. Klasse. Geschichte. Das Schildkrötenvolk, Teil 1. Okay. Captain Allegra schaute über den Ozean. Er war unendlich. Ich möchte mal schauen, wie viel geschrieben ist. Schöne Schrift. Er war unendlich. Oder so schien es. Eines Tages würde sie den Rand finden und in das Paradies dort kommen. Dann hörte sie Kanonen feuern. Boom! Es war das schwarze Piratenschiff. Sie rief, ich dachte, wir hätten die an der Pferdeinsel abgehängt. Der erste Offizier antwortete, da hast du wohl falsch gedacht. Das schwarze Schiff kam längsseits. Captain Black selbst kam ans Deck des schwarzen Schiffs. Er rief Captain Allegra zu, du wirst niemals nicht den Rand finden. Da gibt es kein Paradies und dein Vater war ein Lügner. Captain Allegra rief zurück, warum verfolgst du uns dann, du Vollidiot? Und der erste Offizier rief, wir werden dich aufhalten. Captain Black, wir finden das Ende der Welt und du wirst sehen, dass ihr Vater kein Lügner war. Der Kampf ging weiter, bis Captain Allegras Schiff entkommen konnte. Jetzt nach Westen, sagte sie, und das Schiff segelte dem Sonnenuntergang entgegen. Schon in der 2. Klasse Schriftstellerin? Oha, oha. Feeling lonely? It's a piece of cake to make friends. Freunde finden trotz Schüchternheit. Sam, vielleicht interessiert dich das. Dad. You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk, but sometimes I see her in this like army uniform. She's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever like have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Das ist dann wohl Lonnie. Denke ich mal. Oh, Pizza, das wäre jetzt echt lecker. Und hier ist die Burg, von der wir gelesen haben oder gehört haben. Eintrittskarte. The Colosseum, the showplace of Aragon. Pulp Fiction. Brad Mobile. The X-Files. Akte X, die einen unheimlichen Fälle des FBIs. Wir brauchen immer noch das. Tagebuch. Kein Feuer, alle Zundhölz weg. Das ist doch alles hier einfach strange. 29.08.1994. Hi Terry, bei Liegen findest du einen Pionier CLDD703 mit Fernbedienung und Kabeln. Wir benötigen einen halbzeitigen Test für die Oktoberausgabe. Das heißt, du hast ca. 2 Wochen dafür Zeit. Standardsachen wie schon beim CLDD502. Das ist ein Kombi-Gerät, also überprüfe ihn sowohl mit ein paar CDs als auch als Laserdiscs. Und wie Sie wollen, dass wir
für die High-End-Käufer. Auf jeden Fall den Stromstörabstand und das Tosslink-Zeug erwähnen. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Viel Spaß mit dem Gerät, Dave. Das erklärt trotzdem nicht, wieso alle Geräte weg sind.